herzlich willkommen, liebe Patrons. Heute, wie schon am Mittwoch angekündigt, zur Frage, wie Veganer denn eigentlich eine Magenschleimhautentzündung bekommen können. Denn das hat mich René gefragt. Wie kann man als Veganer eine Magenschleimhautentzündung und zu viel Magensäure bekommen? Und was kann man dagegen tun? Zu viel Zucker? Öl? Diese Frage beantworte ich heute, aber bevor ich sie beantworte, nochmal, nein, nicht nochmal, erstmals, dass ich euch erzähle, ich plane ein neues Webinar zu geben, ein neues kostenloses, wunderbares, tolles Webinar zum Thema Esssucht, das am 23. Februar stattfinden wird um 19 Uhr und es ist kostenlos, man kann sich dazu eintragen, anmelden und so weiter und so fort. Hier unten drunter ist der Link und ich nenne ihn auch jetzt nochmal www.silke-rosenbusch.de/esssucht/. Ach. So, und jetzt geht's zur Magenschleimhautentzündung. Also, ich nehme an, dass der René die Frage stellt, weil wir ja eigentlich wissen, dass man durch Fleischverzehr oder zu viel Fleischverzehr zu viel Magensäure produziert und dadurch Reflux bekommt. Das ist nicht dasselbe wie eine Magenschleimhautentzündung, wobei eine Magenschleimhautentzündung dann auch mit zu viel Magensäure einhergeht. Aber hier ist die Ursache von zu viel Magensäure die Magenschleimhautentzündung, nicht der hohe Fleischverzehr. Daher haben wir es hier mit einem...